Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück bei Jurassic World Evolution 2 in der Chaos-Serie Jurassic World. Hier wollte ich euch natürlich nochmal zeigen, was ihr alles freischalten könnt, welche Dinosaurier überall, alle Expeditionsziele, die wir hier auf der Karte haben, will ich euch natürlich zeigen. Also fangen wir an mit den Expeditionszielen, die wir haben. Hier haben wir. Ich lasse es einfach, ich gehe einfach mal von unten nach oben durch und dann könnt ihr sehen, welche ihr habt. Die bräucht ihr natürlich für die eine Trophäe, dass ihr wirklich 100% überall habt. So könnt ihr sehen, welche euch vielleicht noch fehlen oder welche euch nicht fehlen und ob ihr dieses normal spielen müsst. Also sind hier oben in manchen Bereichen wirklich eine Menge. Formation A, Formation B, Formation C. So, das war's hier in Amerika. Jetzt gehen wir hier nach Europa. Aber hier unten noch ein Madagaskar. Ja, und das waren unsere ganzen Ausgrabungsstätten hier. Natürlich will ich euch natürlich noch mal zeigen, welche Dinosaurier ihr hier für die Mission habt. Und welche ihr hier natürlich freischalten könnt, dann fangen wir an mit den, ja, mit den Schwimmen, mit den Wasserreptilien. Haben wir hier insgesamt fünf, natürlich leider nicht alle. Natürlich die Flugsaurier, oder Flugreptilien, nein, das war das Falsche. Haben wir auch nur vier. Nämlich den Dimorph, den Pteranodon, Tarpeia, Tropicanus. So, jetzt kommen wir natürlich zu den meisten. Nämlich, ja, Allosaurus, Ankylo. Carnotaurus, Kreatosaurus, Compsognathus. Natürlich am Ende hier der Dreadnoughtus, dieses Riesenvieh. Leider aber auch nicht alle. Der Mayangasaurus, den gibt es auch nicht so oft überall. Ja, das waren sie. Natürlich zu den Forschungen gibt es hier natürlich nicht viel zu sagen. Es gibt wirklich nur die Strukturen, die jetzt hier wirklich wie fast immer hier sind. Nichts anderes eigentlich. Ihr seht, alles erforscht hier oben. Also habe ich euch nur wirklich alles gezeigt, was ihr hier freischalten könnt. Also Leute, das war schon wieder von mir. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht es schön. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.